Xoti sieht auf die makabre Fracht hinab. Ich kann nicht behaupten, einen Kopf erwartet zu haben. Kein bisschen. Soll ich meine Laterne rausholen? Als du zur Kopf hinunter siehst, spürst du ein seltsames, prickelndes Gefühl auf deiner Haut. Seelenenergie steckt aus der Kiste empor und pulsiert in der Luft im Einklang mit deinem Herzen. Sie beginnt vor dir Form anzunehmen. Ja, sehr schöne Form. You can see me. It's really you then, the captain of the Defiance. Du kannst mich wirklich sehen, dann bist du es wirklich, der Captain der Defiance. Ich frage mich, ob das sich ändert, wenn ich einen anderen Namen eingebe, oder ob der das immer so sagt. Weil ich habe sie ja Defiant 4 einfach getauft. Du hast den falschen Captain erwischt. Warum bist du auf meinem Schiff? Wer will das wissen? Sie heißt die Defiant 4, aber davon abgesehen, ja. Oh, this is fantastic. How satisfying it is to know one did not give one's life in vain. Das ist eine tolle Art, eine Nachricht zu überbringen. Ganz ehrlich, nicht. Ich würde sie am liebsten, deinen Kopf am liebsten jetzt gleich über Bord werfen. Oder es ist fantastisch, wie befriedigend zu wissen, dass ich mein Leben nicht umsonst hingegeben habe. I come from the island of Kasuari, and we need your aid. Ich stamme von der Insel Kasuari und wir brauchen deine Hilfe. Ja, wer bist du? Me, Muatu, formerly of the island of Kasuari, presently of the beyond. Ich, Muatu, ehemals wohnhaft auf der Insel Kasuari, jetzt Bewohner des Jenseits. Und wie kommt es, dass du jetzt tot bist? An unfortunate side effect of encountering a swiftly moving blade at roughly shoulder height. Yes. Eine bedauerliche Nebenwirkung einer Begegnung in Schulterhöhe mit einer sich schnell bewegenden Klinge. Ja. Dir wurde der Kopf abgehackt. Auch gut. We had to get a messenger to you, but we couldn't let me be seen leaving Kasuari. An elegant solution, maybe, but an efficient one. Wir mussten unbedingt einen Boten zu dir senden, aber wir konnten es nicht riskieren, dass ich dabei gesehen werde, wie ich Kasuari verlasse. Diese Lösung mag nicht besonders elegant sein, aber sie hat auf jeden Fall gewirkt. Ich rede tatsächlich auch mit den Lebenden, das solltest du wissen. Du bist reizbarer als die meisten anderen Geister, die ich begegnet bin. Und wer sind wir? Ich rede tatsächlich auch mit den Lebenden, solltest du wissen. Of course, but anyone can do that. Well, nearly anyone. Not me, because of, you know. Natürlich, natürlich, aber das kann ja jeder. Wenigstens fast jeder. Ich nicht wegen. Na, du weißt schon. I came from Kasuari, where the most skillful hunters, the most hardened explorers, the deadliest warriors all gather to earn the favor of Tawamawai. Ich kam von Kasuari, wo die fähigsten Jäger, die abgehärtesten Entdecker und die tödlichsten Krieger zusammenkommen, um sich Tuamovis Gunst zu verdienen. But Humaire, the island's caretaker, says the essence that sustains the island has sickened. Curdled, she called it. The animals, the trees, they all churn with anger and fear. Aber Humaire, die Verwalterin dieser, behauptet, dass die Seenessenz krank geworden ist, die die Insel erhält. Die Seenessenz ist geronnen, so hat sie es genannt. Die Tiere, die Bäume in ihnen allen brodeln Zorn und Angst. Wer ist Tuamova? The faces of the hunt, that which hunts, kills and endures, respectively. Die Gesichter der Jagd, die Gesichter, die jagen, töten und überdauern, je nachdem. Some believe them to be the tripartite aspects of Galloway. Not that I would know, I've never asked them. Einige glauben daran, sie seien die dreifaltigen Aspekte von Galloway. Nicht, dass ich mich damit auskennen würde, ich habe sie nie danach befragt. We need a watcher. No one else can talk to souls, Humaire said, and souls are our problem. Wir brauchen einen Wächter. Niemand sonst kann mit Seelen sprechen, hat Humaire gesagt, und die Seelen sind genau unser Problem. You're a watcher, right? The watcher, the one who died and lived again, who speaks to the gods. That's the watcher we need. Du bist doch der Wächter, oder etwa nicht? Der Wächter, der gestorben und wieder zum Leben erwacht ist, der mit den Göttern spricht. Das ist genau der Wächter, den wir brauchen. Du hast mich erwischt. Es ist wohl eher so, dass ich von den Göttern angesprochen werde. Du musst nicht alles glauben, was du hörst. Nehmen wir mal die zwei. I knew it. I knew Humaire wouldn't have lied. Ich wusste es. Ich wusste doch, dass Humaire nicht gelogen hat. You will help.
won't you? Du wirst uns doch helfen, nicht wahr? Ich werde helfen, wenn ich kann. Was soll ich für euch tun? Warum in aller Götternamen sollte ich dir helfen wollen? Du hast Tomo Weiss Gunst erwähnt. Ich könnte ein wenig göttliche Gunst gut gebrauchen. Ich habe weit größere Sorgen als deine Insel. Nehmen wir mal die 1. Oh, that's fantastic. Thank you. Oh, das ist fantastisch. Ich danke dir. Speak to Homaire at Kazuari, Watcher. She'll be able to better explain the situation than I am. Sprich mit Homaire auf der Insel Kazuari, Wächter. Sie kann dir die Situation weit besser erklären, als ich kann. Wo ist Kazuari? Kazuari is a huge island west of Hasango. It's pretty hard to miss, what with the high cliffs and waterfalls. Kazuari ist eine riesige Insel westlich von Hasango. Man kann sie kaum verfehlen mit ihren hohen Klippen und Wasserfällen. There's one thing you should know. The faces of the hunt jealously control who enters and leaves the island. Da ist eine Sache, die du wissen solltest. Die Gesichter der Jagd wachen eifersüchtig darüber, wer die Insel betritt und wieder wer sie verlässt. But there's a waterfall on the southern side of the island that will allow you to sneak in, so long as you're circumspect. Aber auf der südlichen Seite der Insel gibt es einen Wasserfall. Dieser ermöglicht es dir, dich heimlich auf die Insel zu schleichen, solange du dich unauffällig verhältst. I guess you should also know. Ich vermute, du solltest auch wissen, dass er verzieht das Gesicht. The island's residents might not take too kindly to your presence if you're found. They're a prickly bunch. Die Bewohner der Insel nicht gerade freundlich reagieren werden, wenn sie dich finden. Sie sind nun ja ein wenig reizbar. But I'm sure that won't be a problem for you. Aber ich bin mir sicher, das wird für dich kein Problem sein. Noch bevor du auf die Warnung des Geistes reagieren kannst, bemerkst du Konstantin, der nervös hinter dir die Hände ringt. Wolltest du was von mir? No, you know, I just... Nein, weißt du, ich wollte nur, er räuspert sich nervös. Is, I might know something about that box there. A little more than something. Die Sache ist, es könnte sein, dass ich über diese Kiste hier etwas weiß, sogar ein wenig mehr als nur etwas. All I'm saying is, maybe you don't want to touch it. Maybe we tie a big rock to it and throw it overboard. Right now. Ich will damit nur sagen, vielleicht solltest du sie lieber nicht anfassen. Vielleicht binden wir einen schweren Stein daran fest und werfen sie über Bord. Jetzt sofort. Um eine Entscheidung treffen zu können, muss ich aber schon ein wenig mehr erfahren. Mit den Achselzucken. Mir scheint das Ding ziemlich harmlos zu sein. Nichts sagen. Nehmen wir die 2. It's a box with a dead man's head in it. Es ist eine Kiste, in der sich der Kopf eines toten Mannes befindet. Um genau zu sein, befindet sich im Kopf auch ein Geist. Ich habe schon merkwürdige Dinge gesehen. Das stimmt auch wieder. Sagt nichts. Nehmen wir die 1. Great. That's great. Großartig. Also das ist großartig. Du scheinst ja eine Menge über diesen Ort zu wissen. Wie kommt das? Nicken wir mal. Hey, hello. I'm still here. Hey, hallo. Ich bin immer noch da. Are you going to help us? We could really use the help. Wirst du uns jetzt helfen oder nicht? Wir können deine Hilfe wirklich gebrauchen. Ich helfe so gut ich kann. Ich soll Leuten helfen, die meine Hilfe gar nicht wollen. Na, das wird ja Spaß machen. They're really not so bad once you get to know them. They're almost nice. Sobald du sie erst einmal näher kennengelernt hast, sind sie gar nicht mehr so schlimm. Da sind sie sogar beinahe nett. Well, no, that's a lie. But Homaire is all right. Nun gut, das ist gelogen. Aber Homaire ist ganz in Ordnung. Once we've arrived, I can help you find your way into the heart of the island. You know, if you want me to, I wouldn't want to presume. Sobald wir erstmal auf der Insel angekommen sind, kann ich dir helfen, den Weg zu ihrem Herzen zu finden. Du weißt schon, wenn du das möchtest. Ich möchte mich dir nicht aufdrängen. In the meantime, I'll be here. Well, behind you, really, with the rest of the spirits following you around. In der Zwischenzeit findest du mich hier, nun eigentlich hinter dir, zusammen mit dem Rest der Geister, die du mit dir herumschleppst. Du hast einen Gegenstand erhalten, Muatus Kopf. Der Gegenstand wurde in deinem Lager abgelegt. Gewährt Muatus Hilfe. Beschwöre Muatus an seine Seite. Muatus Angriffe heilen den Wirker, wenn er in der Nähe ist, und er wird stärker, weil er von den Seelen im Schmelztiegel gekräftigt wird. Dieser abgedrehte Kopf fühlt sich so schwer wie eine Kokosnuss an. Er riecht ein wenig nach Einbalsamierungskräutern, wobei Thymian und Lavendel aus dem dezenten Duft hervorstechen. Eine mit dem versehenen Fleisch verbundene Seele ruht in einem inaktiven Zustand, aber der richtige Impuls könnte sie für eine begrenzte Zeit wieder ins Bewusstsein holen. Okay. Segel nach Kazuari. Das Paket enthielt den abgetrefften Kopf eines Amaus namens Muatu. Sein Geist erbat meine Hilfe als Wächter. Er möchte mich zur Insel Kazuari begleiten, wo ich irgendeine Art spirituelle Krise abspielen soll.
Ich kann mich über einen Wasserfall an der Südküste der Insel nähern. Gut. Klingt doch schön. Klingt nach Spaß, Spannung und Tod. Wobei wir den Tod ja schon mit uns rumschleppen. In Form eines Kopfes. Also haben wir den Tod schon mal hinter uns? nein. Das ist Krummsporn. Vampirkrypta, das wäre die Insel hier, da. Und da ist jetzt das neue Ding aufgetaucht. Ja, ist gut, dass wir von Stauholz nicht weiterhin haben. Hey, wow, way. Ich finde das so cool mit den Seemannsliedern, während man auf dem Schiff ist. Das macht richtig viel Flair, echt. Also, dann meine Freudenfeuerleuchtturm. Der Name ist auch... Wobei Freudenfeuer geht ja noch ein bisschen. Ist so nicht der Freudenmädchenleuchtturm. Oh je. Ich hätte vorher speichern sollen, oder? Ich bin loyal to you a long time, Ferrante. But I cannot abide this. Over here, my friend. Hier drüben, mein Freund. Was ist? Also, der hat gerade gesagt, er kann mir nicht, kann Ferrante nicht mehr treu bleiben. Was ist? Diverus, is it settled now? I do not like having my hand forced by some rogue god. Diverus, es ist jetzt geklärt. Ich lasse mich gern von einem skrupellosen Gott zu etwas zwingen. Indeed, the vote has been cast. There can be no dispute. The traitor Aldis will hang. In der Tat, die Stimmen wurden abgegeben. Es ist umstrittig. Die Verräterin Aldis wird hängen. Your vote of confidence is appreciated, my Consuelo. Rest assured, you have made the right decision. Ich wäre für deine Vertrauensstimme sehr dankbar, mein Consulago. Sei versichert, du hast die richtige Entscheidung getroffen. The Black Pox sees we have. What a fucking farce! Mark my words, Councilman. Your souls will be damned for this scheme. Die Meere mit schwarzen Pocken haben wir. Was für ein verschissenes Posenspiel. Lasst euch gesagt sein, Ratsmänner, eure Seelen werden für dieses Vorhaben verflucht sein. Die Kapitänin berührt den Griff ihrer Waffe, zieht sie aber wohlweislich nicht. Do not forget your promise, Ferrante. With Eldis out of the way, you will sail us to Ukaizo, well before the Huana, the Valen Trading Company or any others can plunder it. Vergiss nicht dein Versprechen, Ferrante. Nachdem Eldis nun beseitigt ist, werde ich uns nach Ukaizo segeln. Genug Zeit, bevor Duana, die Valianische Handelsgesellschaft oder sonst jemand es plündern kann. The God will lead us there, and the floating hangman will navigate the storms. Gott wird uns leiten und der fliegende Henker wird durch die Stürme steuern. Ferrante nickt den zwei Ratsmitgliedern zu, bevor er dich bemerkt. Watcher, your timing is impeccable as always. Wächter, du kommst wie immer genau richtig. Das höchstrangige Mitglied des Rates, der Kapitän, zupft an seinen Rüschen, an den Rüschen seiner Ärmel, bevor er dir ein bezauberndes Lächeln schenkt. We have just concluded a vote of phenomenal importance. Wir haben soeben eine Abstimmung von enormer Bedeutung abgeschlossen. Blast this! You can outvote me, but you can't make me stay and watch. Zur Hölle damit. Ihr könnt mich überstimmen, aber ihr könnt mich nicht zwingen, zu bleiben und zuzusehen. Die wütende Morena spuckt vor sich auf den Boden, bevor sie davonstürmt. One of our Consuelo members, Captain Aldis, has been charged and found guilty of those crimes, punishable by death. Und eines unserer Consulago-Mitglieder, Captain Aldis, wurde für diese Verbrechen angeklagt, für schuldig befunden und mit dem Tod bestraft. Er räuspert sich unter deinem Blick. Welche Verbrechen sollen das sein? On several past occasions, Aldis has willfully dismissed the mandates of the Consuelo. Trotz. Aldis hat bisher mehrmals absichtlich die Mandate des Consulago missachtet. Er zählt es an seinen Fingern ab. Sie ist also rebellisch. Welcher Pirat ist das nicht? Oh, there is more. Oh, und da gibt es noch mehr. Ferrante hebt einen zweiten Finger und ergänzt die Liste der Verbrechen. Negligence. Too often, Aldis has outright neglected her responsibilities to the Consuelo. When a meeting is called, the presence of all members is required.